verehrte Patientinnen und Patienten, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zum bundesweit 9. Aktionstag gegen den Schmerz, der bei uns in diesem Jahr unter dem Motto steht, die akute Exazerbation eines chronischen Schmerzes. Sie werden diesen Schmerztag heute in einem ganz für uns auch ganz neuen Format erleben. Wir haben in der aktuellen Situation geschuldet die Informationen und Inhalte webbasiert heute aufgezeichnet und die stehen Ihnen zum Download zur Verfügung. Ich möchte mich, bevor ich starte, auch ganz herzlich bedanken bei den Personen, die das heute hier ermöglicht haben. Als erstes zu nennen Frau Privatdozentin Dr. Klinger, die alles organisiert hat und die Sie im Anschluss jetzt gleich auch erleben werden. Und bei Herrn Dr. Breitfeld, der für die technische Umsetzung heute verantwortlich ist. Plötzlich verschlimmert sich der chronische Schmerz, plötzlich tritt zusätzlich ein akuter Schmerz auf, also ein akutes, komplexes Schmerzgeschehen. Und wir widmen uns heute im Rahmen dieses Webinars mit genau dieser Situation oder dieser Thematik. Sie werden heute diagnostische Maßnahmen von uns präsentiert bekommen, die wir gemeinsam und Diagnostik- und Behandlungskonzepte hier bei uns am UKE gestalten. Sie werden einen interdisziplinären Ansatz erleben. Wir haben ganz viele Fachdisziplinen von der Traumatologie, Orthopädie bis hin zur Rheumatologie, zur Schmerzpsychologie, die Ihnen im Folgenden über genau diese Schmerzthemen berichten werden. Und Sie werden sehen, dass genau dieser Aspekt, nämlich die hervorragende Kommunikation, dieses interdisziplinäre die interdisziplinäre Zusammenarbeit, ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor hier in der Behandlung von Schmerz darstellt. Fachdisziplinen hier im Team, die Sie erleben werden, sind Disziplinen, die sich mit speziellen Schmerzkenntnissen aus Ihrem Blickwinkel mit der Thematik Schmerz beschäftigen und die wir alle zusammenbringen, auch in gemeinsamen Veranstaltungen und wo wir dann einzeln über Patienten dann interdisziplinär sprechen, um diagnostische Maßnahmen sorgfältig abzuwägen, um exzellente Therapiekonzepte zu schaffen und auch gerade in der Kommunikation mit den Patienten dann interdisziplinär eine hervorragende Ausgangsbasis für die weitere Schmerzbehandlung schaffen können. Die Behandlungskonzepte, die wir hier am UKE zur Verfügung haben, sind zu einem im Rahmen von ambulanten Behandlungskonzepten, aber auch stationäre Behandlung bieten wir bei unserem UKE an. Und in Zukunft werden Sie auch die Möglichkeit haben, teilstationäre Behandlungen hier in Anspruch zu nehmen im Rahmen einer Schmerztagesklinik, die wir in wenigen Wochen hier hoffentlich dann am UKE hier anbieten können. Im Folgenden werden wir Ihnen einen Ablaufplan zur Verfügung stellen, den Sie sich auch downloaden können, zu den einzelnen Fortbildungsthemen und Inhalten und Veranstaltungen. Sie haben darüber hinaus die Möglichkeit, am 2.6. ab 19 Uhr auch in unserem Live-Chat Ihre Fragen nochmal an die Spezialisten zu richten. Und ich freue mich, dass Sie heute dieses Format jetzt hier in Anspruch nehmen. Ich wünsche Ihnen eine hoffentlich informative Veranstaltung. Viel Spaß und wünsche Ihnen alles Gute.